Hallo, meine lieben RPG-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Don's Adventure 3, die Legende der Schachtelhalme. Beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal sind wir mit Don und Kunigund durch eine böse Höhle gelaufen. Und dem bösen Schwein, dem Rotorschwein, hinter. Hergejagt, sorry, das musste jetzt sein. Und nebenher sind wir auch mit Siggi und dem kleinen Ilmik direkt hinterher, weil dem Ilmik, dem war es langweilig und er hat ziemlich viel nachgedacht und hat gemerkt, er muss auch etwas dagegen tun. Und jetzt stehen wir kurz vor Gaia. Ich weiß nicht, ob jetzt nach dieser Map direkt Gaia kommt, aber wir werden es gleich sehen und deswegen gehen wir jetzt weiter. Nee, hier ist noch so ein bisschen was. Da guck mal einer staunen. Oh, eine schöne... das ist eindeutig das falsche Faceit, denn der Don ist gar nicht da. Deswegen werde ich ihn auch nicht sprechen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das eindeutig nicht gesehen. Don's Adventure 3, die Reunion! Was zum Henker ist hier denn los? Was? Wie? Wo? Hä? Oh mein Gott! Was? Okay, das ist gut. Ich finde das ganz cool. Wahrscheinlich ein Picture drüber gelegt. Es ist einfach unglaublich, euch wiederzusehen. Ich kann es nicht glauben. Um den halben Erdball bin ich gelaufen, um vor euch beiden sicher zu sein. Besonders natürlich vor dem Jungen. Es ist wie ein nie enden wollender Albtraum. Onkel Don, leg dich nicht mit dem Schicksal an. Unsere Leben sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ich habe sein Gequengel einfach nicht länger aushalten können. Und nun sind wir schon einmal hier. Da können wir auch, dir auch helfen. Wir haben nicht viel Zeit. Im Tunnel haben wir Gilgamesch verfolgt, aber er ist uns entwischt. Bis nach Gaia-Stadt ist es noch gar nicht mehr weit. Man kann bereits einige Gebäude erkennen. Dann nichts wie los! Auf und davon! Wanderlust, erreicht die Erdwelt. Jetzt gehen wir einfach die Map zurück, weil diesmal haben wir ja den richtigen Charakter dabei. Die Schutzpatronin von Gaia. Die fungiert fast überall als Statue. Immerhin ist sie das Einsteigermodell vom Steinmetz in Marmeladia. Als noch die Abreißprämie von maroden Skulpturen gefördert wurde, hat man im Grunde alle Statuen durch diese ersetzt. Sehr schön. Die ist nämlich wunderschön. Diese wunderbare Statue. Wie das Gras auch von Map zu Map grüner wird. Hier sieht man, das ist noch ein bisschen dröge, so ein bisschen gelblich. Und da ist das Gras augenkrebserregend grün. Ich finde das herrlich. Ha. Wenn wir schon im Hintergrund die Bloodhound Gang hören. Ich habe letztens mal es geschafft, auf der Gitarre Ballad of Chasey Lane zu spielen. Ja, sowas mache ich. Daheim im stillen Kämmerlein. Ich spiele auf meiner E-Gitarre die Bloodhound Gang. Also, ich spiele sie nicht, sondern ich spiele die Lieder von denen. Ach, ihr wisst, wie ich das meine. Ein riesiger Krater, das muss wohl Gaia sein. Eine Steppe? Nein, keine Treppe, eine Steppe. Die Gaia-Slums, na, da gehen wir mal hin. Um zu sehen, dass es hier Mobs gibt, aber wahrscheinlich einen Haufen Diebe. Was haben wir denn hier? Spießbürger aus der Stadt? Ich sage euch, bleibt aus unserem Viertel fern. Soll es eine Drohung sein? Das hier ist ein rohes Pflaster. Noch bis vor kurzem türmte sich der Müll Meter hoch. Bis endlich die Müllabfuhr kam? Nein, bis der Müll es nicht mehr aushielt und Amok lief. Unterstützt wird er vom wild gewordenen Konsummaschinen. Okay.
Interessant. Das heißt, wir dürfen hier gegen Müll kämpfen? Norden, Viertel des sozialen Bodensatzes. Osten, Kart Arena. Oh Gott. Ab in den wilden Osten oder auch nicht. Wir gucken uns mal das Slumviertel an. Aber es sieht irgendwie nicht ganz so dolle aus. Nee, ich glaube, wir kommen sowieso nochmal hier vorbei. Also von dem her können wir uns auch hier in die Stadt wagen. Auf in die Stadt! Let's go to the city. Da wären wir. Wo finden wir jetzt diesen Halmdoktor? Na, das ist ja nicht ganz was ganz Neues. Das ist ja mal was ganz Neues. Entschuldigung. Unser Don hat das plötzlich eilig. Können wir nicht vorher eben kurz in die Innenstadt einkaufen gehen? Nein, alles nur das nicht. Nur Spaß, wir sollten natürlich schauen, ob wir eine Bahn zur Universität erwischen. Na dann, auf und davon. Halt, was ist denn das für ein Typ? Verkaufe diese modischen Sonnenbrillen. Don, lass uns weitergehen, der Typ ist so zwielichtig. Ja, das glaube ich auch. Obwohl, wie modisch sind denn diese Sonnenbrillen? Ich finde die Musik toll, wie sie überhaupt nicht passt. Rail Gaia, wir müssen mit der roten Linie fahren, nicht mit der blauen. Dann müssen wir dann auch direkt danach wieder aussteigen, oder? Wir laufen. Ein McCotsitz! Herrlich! Irgendwo muss ich hier falsch abgebogen sein. Irgendwie ist das nicht Rainer und Sinn hier. Nö, das ist der McCotsitz. Und ich möchte mich hier ein wenig umsehen. In den Wohnhäusern. Einfach so. Echt unglaublich, wie schnell sich McCotsitz in letzter Zeit ausbreitet. Als ich hier eingezogen bin, hatte ich noch nicht diese stinkende Müllfabrik als Nachbar. Noch viel schlimmer ist das mittlerweile in dem Halm-Dungeons. Da gibt es kaum Mülleimer. Ja, vor lauter Burgerpapier sieht man im Feuer-Dungeon kaum noch die Bodenrätsel. Oh ja. Wobei, ich habe kaum Burgerpapier gesehen. Ein wunderschönes Klo. Sehr schön. Man möchte sich schon fast dieses Chipset ergreifen und es benutzen. Aber auch nur fast. Weil wer weiß, wo das herkommt. Schon wieder ein Überfall in den östlichen Slums. Dort kann man sich echt nicht mehr auf die Straße trauen. Sie sind nicht von hier, oder? Il libero questo. Ja, das werde ich einfach fragen. Il libero questo. Wie auch immer, hören Sie auf meinen Rat. Gehen Sie nicht in die Slums, sonst kann es sein, dass man Sie auf der Hauptstraße ersticht. Nun übertreiben Sie mal nicht. Schlimmer als Südost-Elstown kann es schon mal nicht sein. Doch, mit ziemlicher Sicherheit. Nein, treibt dort ein blutrünstiger Schwertkämpfer sein. Ein Schwertkämpfer, da können wir bestimmt was von lernen. Man nennt ihn nur den Häcksler von der Eastside. Yo, Eastside, yo. Entschuldigung. Okay, ich hab's geschnallt. Also gehen wir dorthin. Ich muss was lernen. Ich muss meine Schwertkünste perfektionisten. Was haben wir hier? Ein Mädchen, das von A nach B rennt. Na, wie läufst du denn so... was läufst du denn so ziellos hin und her? Meine Mama ist jetzt schon seit 2 Stunden verschwunden. Dabei wollte sie sich nur kurz das neue Fitnessstudio ansehen. Das klingt aber merkwürdig. Wo ist denn dieses Studio? Gleich hier in der Innenstadt. Die Straße runter. Dann, vielleicht sollten wir mal kurz dort vorbeischauen und Bescheid sagen. Sicher, wir haben hier nichts Besseres zu tun. Okay, dann gehen wir ins Fitnessstudio. Kleine Kinder gehen vor. Also das geht natürlich nicht für Emik, der geht nie vor.
So, direkt hier die Straße runter. Ist das? Nee, das ist das Rathaus. Wollen wir wieder Bürgermeister ärgern gehen? Ja, wir gehen Bürgermeister... Oh Gott. Ich glaube, wir gehen doch keine Bürgermeister... Eine verschlossene Tür. Verschlossen. Und das bestimmt nicht ohne Grund. Was ist das denn für einer? Ganz schön verdreckt alles hier. Also wohnen würde ich hier nicht. Ach, in den Randgebieten der Stadt soll es ganz beschauliche Ecken geben. Ja, das glaube ich eher weniger. Wo ist denn hier das Fitnessstudio? Fitnessstudio Lucifer, Neueröffnung. Okay, dann gehen wir mal hin. Was war das? Au. Holen Sie sofort Hilfe! Gehen Sie nicht in den Keller! Onkel Don, sollen wir mal in den Keller gehen? Jo, lass mal nachsehen. Wo soll das bloß wieder enden? Bücher? Naja. Oh, es ist wohl ein satanisches Fitnessstudio. Denn wir sehen hier ein Antagramm. Ja, kein Pentagramm, weil das ist nämlich genau andersrum. Und ist ein Symbol des Hexen. Okay. Das ist eindeutig ein satanisches Fitnessstudio. Fitnessstudio. Mann, was ist hier nur passiert? Guck, da liegt ein Buch! Bestimmt das Tagebuch des Wahnsinnigen, der das hier angerichtet hat. Indem er detailliert seine Taten beschreibt bis zu dem Zeitpunkt, als er als alles aus dem Ruder lief. Klingt plausibel. Einkaufsliste. 2 Pakete Milch, 1 Packung Eier, frische Datteln, Erfrischungstücher, Würstchen und eine Glühbirne. Klingt eigentlich ganz normal. Bis auf die Glühbirne, denn die ist teuflisch. Naja, hätte ja sein können. Darauf erstmal einen Schluck. Da ist noch etwas. Notiz an mich. Unbedingt daran denken, den Stab von Panthos genau senkrecht zu halten. Ansonsten könnte es passieren, dass der Knauf herunterfällt. Erst los und nur provisorisch repariert. Auch nicht das, was ich erwartet hätte. Der Stab von Panthos. Schon mal davon gehört? Jeder Magier, der etwas auf sich zählt, hat schon mal was davon gehört. Es ist der mächtigste Zauberstab der Welt. Dann wüsste ich aber davon. Aha, und könnte dieses Blutbad hier damit zu tun haben? Gut möglich. Wer den Umgang mit den mächtigen Stäben nicht gewohnt ist, kann Gott weiß was damit anrichten. Wir sollten schauen, ob wir tatsächlich den Stab hier finden. Könntest du ihn beherrschen? Das wird sich zeigen. Ich bin aber zuversichtlich. Wenn nicht du, Sieglinde, wer sonst? Sehen wir uns hier mal um. Ich möchte speichern. Aus Prinzip möchte ich hier speichern. Na, dann bin ich mal gespannt. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay. Okay. Ah, hier hat's Treppen. Natürlich, jetzt verstehe ich das. Ah, das sind Brücken. Ich habe die Bretter nicht so richtig identifizieren können.